Okay, auf zu den Minen. Boah, ich habe Gänsehaut, ich habe Angst. Boah! Das war jetzt so heftig. Deswegen eine Beruhigungsgeschichte. Was zur Hölle war das denn für ein Ding? Ich dachte, Ich das ist weiß ja jetzt, nicht. weil das ist jetzt wirklich, das geht in die übernatürliche Richtung. Ja, ich weiß nicht, oder? Autsch! Das ist ja seine Erinnerung. Du bist, glaube ich, runtergefallen. Oder? Ja, ich bin tot. Okay. Das ist ja seine Erinnerung. Und seine Erinnerung, die stimmt ja vielleicht nicht ganz. Also, das ist ja das, was er als Kind so wahrgenommen hat. In Genau, der genau. Grundschule. Also, vielleicht hat er das halt als Monster gesehen. Aber es war vielleicht der Lehrer, um den es ja auch schon mal ging, der halt so Stimmt, wahnsinnig ja. böse ist und vielleicht sogar die Jessica vergewaltigt, umgebracht hat. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas muss da auf jeden Fall passiert sein. Und deswegen hat sie sich vielleicht auch aufgehangen, selbst, weil Ja. vielleicht der Lehrer sie so fertig gemacht hat. Und deswegen hat er den Lehrer so als Monster abgespeichert, könnte ich mir Das kann vorstellen. sein, ja. Aber wieso sagte sie dann, du hättest mich lieben sollen, als ob er irgendwie eine Schuld daran Oder hätte? sie hatte was mit dem Lehrer und der hat sie aber nur ausgenutzt. Das kann auch Es sein. ging ja nicht unbedingt an uns, was da stand. Stimmt. Och, guck Vielleicht. mal, wie schön. Oh. Batterie. Und ein Zettelchen. Das freut mich. Das will ich mal ausmachen gerade. Ich Das kann hat er das auch so vielleicht auch alles lesen. verdrängt bis jetzt eben. Und jetzt kommt es auf Ja. einmal zurück. Weil da hat einer gerade ein paar Rechtschreibprobleme. Mein lieber Simon. Du warst für mich immer mehr als ein Cousin, schon als wir Kinder waren. Und ich hoffe, du hilfst mir, weil ich habe Ärger, besonders weil es um Medizin geht. Ich sag bloß, dass ich Beulen von, glaube ich, Syphilis habe und ha Syphilis. Aha. Das ist doch eigentlich eine Geschlechtskrankheit. Und dann Ja. schreibt er so. Ich dachte, ihr schreibt ein kleines Kind. Und habe Nee, aber Angst, wo dass sollen sie die mich denn zu. das lernen, richtig? Ja, das stimmt. Und habe Angst, dass sie mich zu den Beuligen schicken. Und ich habe Riesenangst und will nicht gehen. Zu Und den ich weiß, da Beulen. Ficken nicht sicher ist, außer mit Papa, wen Gott und Jesus in von allen Krankheiten schützen. Aber Gott und Jesus schütze mich nicht. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Gott segne und schütze dich, Atalian. Ja. Jan, das war nicht gut. Ich verstehe Setzten nichts. sechs. Oh, Oh Christ. Gott. Okay, it's not that far. This isn't so bad. Oh, Scheiße. Oh. Bestimmt fallen wir gleich. Gleich passiert irgendwas. Ja, ich erwarte sowas auch, ey, aber Oder wie? irgendjemand packt uns jetzt oder so, weil wir so fixiert sind auf den Boden vor uns. Ja. Steht gleich Okay. einer. Ich weiß es genau. Okay, das habe ich geschafft. Ja, wenn man es erwartet, passiert nichts, ist ja klar. What in? Was? Hä, was sind das denn für Viecher? Sieht aus wie irgendwelche Libellen oder so ein Krams. Und das hat er jetzt gefilmt. So, mitten auf der Hohen Brücke schauen wir uns natürlich erstmal das Video an, bevor wir uns in Sicherheit bringen. I don't know how many of them got in my mouth. My skin wouldn't stop itching. Oh! They were trying to lift me up. Oh. Ach Ist doch gut, wenn sie dich so. versuchen zu holen. Findest du? Ja, dann kannst du wenigstens nicht runterfliegen, wenn sie einen schon Ach so. heben können. Ich dachte, dann sterben wir hier, dann ist es endlich vorbei. Dann hat er es Ich überstanden. glaube, das ist wahrscheinlich der harmloseste Tod, der uns hier erwarten kann. Von der Eben. Brücke fallen. Ja, genau. Ich habe so Angst, dass ich hier runterfliege, ey. Ich glaube wahrscheinlich, die meisten, die sprinten hier wahrscheinlich drüber, weil man sich wahrscheinlich gar nicht so anstellen braucht. Aber ich habe Wahrscheinlich. keine Ahnung. Oh. Okay. Immer schön nach vorne gucken. Kannst du höher gucken? Oh oh. Scheiße. Das sind immer mehr von Renne. den Viechern. Renne. Renne. Oh, renne. Du, falsche Richtung. Scheiße, siehst du, jetzt wird auch nur von da gefallen. Jetzt waren wir fast da.
War das jetzt falsch? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind jetzt gleich da unten. Ah, stimmt. Ja. Ach, Heuschrecken, nicht Libellen. Ah. Wer sind eigentlich die Beuligen? Sind wir jetzt bei den Beuligen? Oh! Oh! What the fuck ist das gewesen? Die Beuligen! Könnte sein. Du siehst mich nicht, lauf weiter! Schaut echt so aus. Das ist auf jeden Fall irgendwie kein normaler Mensch und er reitet doch auf einen. Echt? Ja. Ist der nicht einfach gegangen? Nee, da war einer, der hat noch so nach unten gezeigt, so in die Richtung. Ach, wir hängen am Baum. Mhm. Ach so. Ja gut. Oh, die Kamera liegt da oben. Ja. Oder hinten. Ja, jetzt hat er sich ein paar Mal gedreht. Okay. Okay. Ständig fallen wir irgendwo runter. Oh mein Gott. Das gibt's ja nicht. So, auf jeden Fall haben wir unsere Kamera wieder. Ja. Wir haben was ganz Tolles gesehen. Mhm, was ganz Tolles. Wunderschön. Was ganz Tolles. Ja. Ich bin so glücklich. Ach, wie ich alles erlebe. Da können wir doch bestimmt lang. Nee. Ich will meine Batterie nicht verschwinden. Ja, aber es ist immer so stockdunkel. Man muss eigentlich. Mhm. Aber bis jetzt... Und dann weiß man halt auch nicht, wo man hin muss und dann... Ist man so lang am Laufen? Aber bis jetzt hat es ja immer geklappt. Also wir waren noch nicht ohne da gestanden, ne? Das stimmt. Oder einmal ganz wie kurz, gesagt, aber dann hatten wir gleich wieder... Ich kam ja... Ah, doch, hier. Witzig, dass es immer wieder da steht, gell? Ja, Gott sei Dank. Gut, letztendlich kann man ja viel rumprobieren. Das geht ja dann schon irgendwo, aber... Ja, weiß nicht. Manchmal ist so eine Hilfe schon ganz nett. Ja gut, wie kommst du auf die Idee, dass du halt... unter dem Zettel da jetzt durch kannst. Oh Gott. Diese Schrift. Dieser Piccolo hielt seinen Segen für Krankheit und versuchte abzuhauen und ich zerbrach ihn. Macht nicht seine Fehler oder begeht seine Sünden. Gott und sein Prophet lieben euch. Ah ja. Nett. So. Sonst war aber nichts. Dann rennen wir direkt weiter. Wie gesagt, versuchen nicht so sehr die Batterien noch zu belasten. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier hoch müssen. Wir probieren es blind. Okay. Boah, guck mal, was ich speichern kann. Wieder. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ups, nein, ich will runter. Irgendwas passiert hier gerade. Mhm. Jemand hat auf das Holzding... Oh, da ist jemand weggekrabbelt. Okay. Aber vielleicht sind die Beuligen ja ganz lieb. Das kann sein. Fuck. Vielleicht sind wir uns hier total am Aufregen, dabei wollen die uns helfen. Ja. Ja, das hört sich so an, als wären das so Verstoßene irgendwie. Mhm, genau. Aber keiner will zu denen hin, also irgendwas scheint schon mit denen zu sein. Ja. God bless. Die haben alle irgendeine Krankheit. Zombies! Wahrscheinlich. Oh, okay. Zombies, das musst also du machen. Mit Zombies komme ich nicht klar. Echt? Ja. Ich liebe The Walking Dead. Aber trotzdem. Nee, damit habe ich tatsächlich mit am wenigsten Probleme. Echt? Mhm. Ist ja lustig. Zombies finde ich irgendwie so wie Clowns. Clowns ist echt hart. Mhm, und das ist so bei mir Zombies sind da so auf einer Stufe. Okay. Weil die Geräusche auch. Oh. Aber ich liebe The Walking Dead. Mir das anzugucken ist super. Aber selber spielen und dann. Oh. So, ich lese mal vor. Ja, lies. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Ich bin gerade übrigens zu geizig, um die Batterie. Ja, ich kann gar nichts sehen. Da musst du jetzt alleine durch. Okay. Willkommen an diesem Ort der spirituellen Heilung. Du hast Angst und bist krank und das zu Recht. Und du bist voll Scham und das zu Recht. Du warst nicht hier, du wärst nicht hier, hättest du nicht gesündigt. Doch ich kann dich weder Wunder
voll reinmachen, als diese Krankheit zuerst in Tempelgate ausbrach, erkannte Papa Knot in seiner Weisheit und Güte sie als geistliches Leiden. Glaube nicht den korrupten und ängstlichen, wenn sie dir sagen, du leidest an Syphilis oder Gonorrhoe oder anderen Außenweltlügen. Was ist denn das eigentlich? Das ist auch eine Geschlechtskrankheit. Hm. Dies ist eine Krankheit der Seele und Gesundheit findet sich nur im Reinigen deiner Seele. Bleib treu, bleib gehorsam. Bleib gehorsam dem Herrn und Papa Knot und besonders deinem dicken Lehrt. Deinem Diakon Lehrt. Gott und sein Prophet leben dich. Okay. Oh dem Gott. Dicken Lehrt. Dem Dicken. Das passt eher zum Papa Knot. Genau. Was ist der eigentlich da alles, dass der so fett werden kann überhaupt? Jetzt weiß ich dummerweise nicht mehr, von wo ich kam. Ah nee, ich bin nicht runter. Aber ernsthaft, was kriegt der da zu essen? Isst der die ganzen Menschen auf? Also ich wette, der, das Beste wird er für sich beanspruchen. Das wird wahrscheinlich der Punkt auch sein. Aber wo kommt das her? Hat der irgendwelche Bauern, die da wirklich Felder bestellen? Weil hier ist ja alles verseucht. Also hier würde ich jetzt keinen Apfel essen. Nee. Was essen wir eigentlich? Spielt das alles in einer Nacht? Ich glaube, das spielt alles in einer Nacht, ja. Nee, doch nicht. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen, Mädel. Ich auch nicht. Ich denke mir gerade, wer redet denn hier? Ich habe gedacht vom Haus, aber nein, die sind hier rum. Ich hatte kurzzeitig tatsächlich schon Angst, ob jetzt gleich hier Martha wiederkommt. Ich finde es komisch, dass die Frauen nichts tun. Das stimmt. Obwohl es eigentlich halt ja scheinbar auf Strafe steht, dass sie uns jetzt hier so ziehen lassen. Ja, aber vielleicht dürfen die Frauen gar nicht. Oh, guck mal, siehst du das? Ich glaube, das sind die Kranken und da drin ist eine Batterie. Mhm. Egal. Die sind zwar krank, aber ich brauche eine Batterie. Ja, da steht jemand im Sumpf, im Wasser. Hast du den gesehen? Nee. Oh Gott, geh einfach weiter. Oh shit, ja. Ja, da. Ich glaube, hier sind ganz viele krank. Ja, ich glaube auch. Eine Krankheit der Seele, ja, ja. Mhm, mhm, voll, ne? Ist ja klar, die haben alle keine Medizin. Die treiben es alle miteinander. Inzucht. Oh nee, der hat uns angekotzt. Oh nein. Ja, jetzt sind wir auch krank. Ganz klasse. Hast ich weiß du, nicht, geht das so schnell? Hast du toll gemacht. Wirklich, ganz klasse. Oh, das ist eklig. Junge, Junge. Oh, was ist hier los? Na, wenigstens sind die alle so krank, dass sie uns nicht wirklich jagen. Oh Gott, das ist ja wirklich was für Zombies. Ich hatte gerade tatsächlich eher Angst vor den Typen mit dem Messer, muss ich sagen. Ja, ich auch. Ich habe gesehen, dass da noch ein anderer ist. Ja. Gott. Ah, wer war da? War da wer? Da war einer, da hat das Licht ausgemacht. Jetzt weiß ich nicht, wo der ist. Oh Gott. Ups. Also ich habe tatsächlich nichts gesehen. Oh, das ich dachte, war da ich könnte hier drunter krabbeln. Ja, das ist das Krasse, ne? Weil man nicht richtig sieht. Das macht es teilweise sogar noch gruseliger. Ja. Ja, das ist ja Absicht. Das ist, ah, irgendwelche Umrisse dann und so. Oh Gott, das ist ja wirklich wie Zombies hier. Mit dieser Seuche und so. Ja, hier haben wir noch ein Zettelchen. Ich tue kund von Hura Lehrt, der uns in die Seuche führt. Ich tue kund vom Schabok Lehrt, der uns in die Verdammnis führt. Ich tue kund vom treulosen Lehrt, der uns in den Schmutz führt. Ich tue kund vom Betrug Lehrt, der und in den Tod blutet. Wahrscheinlich eher uns. Mhm. Ich tue kund vom Geschwür Lehrt, der uns dem Untergang versetzt. Ich tue kund Sic Semper Evello Mortem Tyrannis. Nett. Ja. Oh Gott, ich habe mich gerade vor dem Schatten erschreckt. Da steht ja einer. Oh. Wieso haben die... Was hat denn der in der Hand? Oder eine Salbe? Was haben die dem angenäht? Ah, in der anderen Hand, meintest du. Ein Schlagstock. Oh, Himmel. Oh Gott, sind die alle auch dürr. Wir gehen wieder. Ja, bitte, geh da weg. Das ist voll das Zombie-Dorf. Das mag ich gar nicht. Das ist ganz, ganz gruselig.
Wo muss ich nur hin? Das ist für mich schlimmer als die Martha. Echt? Schlimmer ist die Schule. Ich fand Martha... Nee, die Schule, die war ja wohl die Härte. Die hat mich echt fertig gemacht. Und Martha ist einfach nur Stress, finde ich. Ja. Ach, geh da einfach, bitte. Geh einfach weg. Ja. Geh einfach. Ach, guck mal, ich kann mich im Baumstamm verstecken. Ach, wie nett. Ja, aber ich wüsste halt nicht... Das Problem ist, wenn jetzt hier jemand auftaucht, wo den ich mich verstecken müsste oder so. Ich wüsste gar nicht, wer. Ach, guck mal, hier kann ich auch noch... Oh, was die da reden. Die reißen sich die Augen raus. Das hat's jetzt gar nicht aufgenommen. Ja, irgendwie nur zum Teil. Ja. Aber was war da? Ich habe da gar nichts gesehen. Ich hätte gern gewusst, was da steht, so in der Art wie... Da ist wohl irgendwas vorbeigegangen. Ach, guck mal, hier kann ich ja stattdessen landen. Wie die Martha das eine Mal vielleicht. Ja, das kann sein, dass man das jetzt nicht mehr sehen konnte. War zu schnell rum. Mhm. Springen! Oh komm, ey, die Leute, die können teilweise überall drüber springen und die komisch, ach hier, und die komischsten Sachen machen. Und dann hier, LTRT. Ah, okay. Aha. Und wie gesagt, teilweise die komischsten Sachen machen, aber über so einen kleinen Baumstamm können die nicht rüber. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Da ist ja eine unsichtbare Wand. Genau. Wie im echten Leben. Genau. Ach, ist das schön, dass hier wenigstens hier... Oh Gott. Dass hier wenigstens Blutflecken sind, damit ich weiß, wo ich hin muss. Oh. Ja, bitte Brille aufsetzen, sonst sehe ich nichts. Oh nee, was ist denn nur los? Sollen wir jetzt wieder hier hochklettern? Nee. Brrr. Was ist jetzt gewesen? Ich glaube, du hast dich irgendwo angehauen. Ach, oder war der das? Hat der dich angeknabbert? Das kann sein. Wahrscheinlich sterben wir am Ende einfach. Ich schätze gerade das Spiel so ein, dass es uns auch umbringt. Es gibt kein Happy End. Oh, guck mal. Au! Was zur Hölle ist los mit dir? Das ist wieder der komische Typ auf dem Ding drauf. Ich glaube, der ist nicht nett. Nee, ich glaube auch nicht. Ich glaube, du solltest laufen. Ganz schnell. Ich auch. Aber wohin? Ah, hier kann ich nicht hin. Da, wo der hergekommen ist. Schnell nachladen. Ist. Ich glaube echt, da, wo der hergekommen ist. Ah, der steht, glaube ich, immer noch dort. Der sucht da gerade, ja. Jetzt sieht er dich, glaube ich, gleich. Ja. Ja, okay, jetzt kann ich nämlich hier vorbei. Die haben eine relativ große Reichweite. Ja, das finde ich echt unfair. Genau, von hier muss der gekommen sein. Ja. Schon wieder so einer. Ich weiß nicht, wohin. Ich weiß auch nicht. Da bei dem Haus, Scheiße. Kann man da hoch? Oh. Wieso sind wir jetzt tot? Ich wurde immer wieder getroffen, die ganze Zeit. Das war einmal zu viel. Mhm. Komm hier raus, damit ich laufen kann. Sind wir der beulige Christus? So, jetzt locke ich ihn gerade mal ein bisschen an. Ja. Lock ihn an. Go. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Durch. Ah, du hattest dich im Baumstamm. Ah, da steht einer an der Tür. Vorsicht, da durch. Warte, warte, ich quetsche mich, glaube ich, lieber hier durch. Ja. Aha! Was denn jetzt schon wieder? Wir sind in der Schule im Spinnen. Wir verstecken uns vor dem Lehrer. So, aber ich werde mal hier kurz bleiben. Ich glaube, der Mann... Nämlich, ich
Ich muss nämlich leider jetzt leider beenden. Oh, so spannend. Ja. Aber ist doch ein guter Cliffhanger. Ja, aber für mich auch. Für mich ja auch. Also ich werde die nächste Mal eine Stunde weitermachen. Ja. Ich muss aber sagen, du hattest, glaube ich, die schlimmeren Momente bisher gehabt. Wobei das in der Schule echt übel war. Also das hat ja, das mich war so auch Stress. Fies, das stimmt. Aber ich glaube, der Typ, der da gerade war, das ist, glaube ich, der Lehrer. Der war nämlich ganz am Anfang, war doch auch schon mal ein Mann, der da so den das Gang lang ich gelaufen auch. Ist. Genau, genau. Also ich denke, dass wir vielleicht jetzt sogar beim nächsten Mal schon Näheres über den erfahren, was da los ist ja, und so weiter. Ja, das wäre voll gut. Müssen wir mal gucken, ne? Ja. Na gut. Okay, dann nächstes Mal wieder. Ja, beim nächsten Mal. Ja, da bin ich erstmal wieder eine Stunde dran und dann darfst du wieder. Dann mache ich wieder. Genau. Okay. Gut. Also dann. Ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.